Was? Junge, ich hab das nur im, ich hab das im OBS-Fenster nur so gesehen. Ja, nee. Außer wir machen das hier so. Nee, Digga, dann lass einfach normal wieder. Dann einfach lieber normal. Gegen zwei Schwere diesmal, ja? Diesmal gegen zwei Schwere, ja. Klar. Wir gehen ja hier keinen Schritt zurück, hallo? Ui, 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 ui. Dann muss ich zu Gott beten, dass du jetzt Orks kriegst. Aus Karma. Man hofft mal, dass die nicht wieder Untote haben. Weißt du, was das geilste Szenario wäre? Wenn wir beide Royal Army kriegen. Also dann wird das, glaube ich, ein Kinderspiel. Hm, weiß nicht, ja, wär, ob das so geil wäre. Die Royal Army hatte ich schon so oft. Nein, aber einfach, weil wir dann halt gegen die beiden komplett verteidigen könnten, ne? Also komplett... Ja, gut, in der Hinsicht ja. Weil wenn du jetzt auch, wenn jetzt einer von uns Orks kriegt, wie will denn der gegen einen schweren Menschen? Wie willst du gegen einen schweren Menschen mit Orks verteidigen? Das ist sofort GG. Generell, wenn einer von den beiden jetzt Menschen hat, die KI kann so krass mit Menschen spielen irgendwie. Die Reinheit könnte ich eigentlich mal wieder kriegen. Die hatte ich ewig nicht mehr. Ja, die Reinheit hatte ich auch gar... Die habe ich total vergessen, dass es die gibt. Hatte ich die überhaupt schon mal? Ich habe wirklich Orks gekriegt, das gibt's nicht, ne? Ja, das ist jetzt... Was ist denn mit dem Random, Auswahl hier los, ey? Ich krieg immer Orks. Das ist sehr gut, weil das ist nämlich halt so ein bisschen Karma jetzt für dich, ne? Oh, und weißt du, was, ich gekriegt habe? Schon wieder Royal Army? Nein, die Reinheit. Okay. Gerade noch drüber gesprochen und ich habe wirklich die Reinheit gekriegt. Boah, das finde ich scheiße. Warum krieg ich denn jetzt so oft Orks, ey? Eieiei. Und das ist auch noch so eine Map, wo man so sehr krass verteidigen muss da oben, ne? GLHF. Ist das nicht sogar die Map, wo ich so richtig Probleme mit den Orks hatte, das eine Mal? Braucht ihr einen Kundschafter? Ich weiß nicht, ob welche Map das ist, wo du Probleme hattest. Ich glaube, das ist genau die Map. Auf euren Klar, da war ich doch hier oben auf die beiden Sektoren hier beschränkt, weil ich da nicht weiterkam. Da musste ich mich doch da einbunkern, bis ich die Trolle hatte. Ja, du musst da oben, diese Vierergruppe da oben, über deiner Base mit den zwei Dingern, da musst du mindestens eine von halten können und auch einen nehmen. Und das Ding ist, dass man aber meistens nur, also dass man meistens alle einnehmen will da oben, weil du nur einen nicht gehalten kriegst. Also entweder hat man drei, vier oder gar keine. Und wenn du gar keine hast, ist natürlich schlecht dann für dich. Ein kleiner Schritt für den Bayern, aber ein Riesensprung für die Bierkultur. Digga, ich finde das ja immer noch so gottlos. Warum hat die Reinheit so einen Bayern-Akzent als Sprecher? Der fuckt übel ab. Das macht auch gar keinen Sinn. Ich bin bereit. Ich werde tun, wie geheißen. Nirgendwo in der Story von der Reinheit wird irgendwas erwähnt, dass die bayerischen Ursprung haben. Ja, das ist ein guter. Wieso spricht der wie ein Bayer? Das ist einfach von dem Modder eingesprochen. Ja, wahrscheinlich wirklich halt, ne? Wohin? Das hört sich nicht wie ein offizieller Synchronsprecher an. Wir haben unsere Grenzen erweitert. Ich weiß nicht mal mehr, wie der klingt. Wir haben unsere Grenzen erweitert. So lange habe ich die Reinheit schon nicht mehr gehabt. Verstanden. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich die Reinheit überhaupt schon mal hatte. Ein großer Schritt für die Bierkultur, irgendwie so klingt der. Ein kleiner Schritt für den Bayern. Bierkultur. Ein großer Sprung für die Bierkultur. Ja, so hört er sich an. So hört er sich an. So, ich hab den nur nach. So hört er sich an. Das hat er eine Sekunde vorher gesagt bei mir. Und halt auch wirklich einfach so. Der Vorposten ist baut worden. Wir haben unsere Grenzen. Der Vorposten ist baut worden, sagt er. Scheiß mal auf G. Der ist einfach nur baut worden. Ja. Ja. Guter Ort für einen Außenposten. Ja, das ist ein guter Ort für einen Außenposten. Ja. Ein kleiner Schritt für den Bayern, aber ein Riesensprung für die Bierkultur. Jetzt töte den endlich. Digga, wenn jetzt noch einmal sagt, ein kleiner Schritt für Bayern. Ich bin bereit. Dann rast dich hier gleich aus. Das ist ein guter Ort für einen Außenposten. Jawohl. Ich finde das echt lästig, dass ich jetzt die Orks hab, ne? Ich hätte mich schon bei Dunkelelfen oder so gesehen eigentlich. Ja, Dunkelelfen wären krass gewesen.
Die hatte ich wenigstens auch lange nicht mehr. Oh, der hat dunkle Elfen. Nein. Doch. Mach doch nicht diesen. Stellt euch! Der hat dunkle Elfen, Kollege Turnschuh hat dunkle Elfen. Ja, der andere am besten dann untot, oder was? Ich werde es nicht. Nee, der hat Zwerge, noch besser. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Und der ist auf deiner Seite, na, have fun, Alter. Junge, dann habe ich Orks, warum denn? Der hat... Weißt du, gerade dann, wenn man so krasse Gegner hat, dann kriege ich Orks. Der hat Zwerge, hier. Ja, das ist ein Neustart, oder? Ja, quasi schon. Ich werde tun, wie geheißen. Wie in aller Herrgottes Namen, wollen wir das jemals verteidigen, wenn... Also, der wird dich überrennen, der Zwergtyp, und ich kann dir nicht helfen. Storner! Wir brauchen mehr Storner! Ja. Also, du musst jetzt eigentlich spammen ohne Ende, also wirklich ohne Sinn und Verstand spammen. Für jeden von seinen Armbrustklitzen brauchst du 4 von diesen Piesackern oder 5 Waagreiter. Du kannst auf gar keinen Fall jetzt ausharren bis auf die Trolle warten, das geht auf der Map sowieso nicht. Du musst richtig pumpen jetzt. Ja, dafür brauche ich halt mehr Nahrung. Ja, das weiß ich, dass man da mehr Nahrung für braucht. Ja, die habe ich halt nicht. Das ist so das Problem, verstehst du, wo mein Problem liegt? Das ist halt für dich dann nicht so cool, ne? Das kostet auch alles so viel Holz. Die Orks sind halt auch arschlangsam. Pass auf, sonst fällt der Warzenbaum gleich um. Das ist wirklich die schlimmste Fraktion, die ich in dieser Situation hier hätte kriegen können. Tiara möge sich deiner Seele erbarmen. Ich werde es nicht. Gib's zum Essen. Hm, ein Schwein ist mir jetzt recht. Boah, Alter, Stein ist hier. Ich wusste gar nicht, dass die Reinheit so krass viel Stein braucht. Befehl. Obacht, wir werden Angriffe! Obacht, wir werden Angriffe! Jawohl! Wie kann man denn so sprechen, Alter? Also, wer in Bayern lebt, muss doch wirklich wahnsinnig werden. Oha! Auf euren Befehl! Jetzt schießt er gegen die Bayern. Wahnsinnig werden halt von der Sprache einfach nur. Ich sag ja nicht, dass sie wahnsinnig sind. Dorthin zu Befehl. Aber früher oder später wären sie es, weil, ja, passiert halt einfach, wenn man so spricht. Wir haben keine Steine mehr. Yaras Segen, Kommandant. Machen wir mal so. Jawohl. Kommandant. Also ich werde allen Arsch voll zu tun haben, hier gegen den zu verteidigen. Du musst irgendwie gucken, dass du auf deiner Seite da klarkommst. Verstanden. Braucht macht euch bereit! Ja, ich spam jetzt einfach. Ich spam ich jetzt bereit. Einfach Waagreiter und hol mir dann die Upgrades, dass die Ork-Einheiten mehr Schaden machen. Ja, und vor allem auch Piesacker, die Piesacker auch. Die müsste man eigentlich auch von Anfang an haben können. Das sind die Nagt, das ist die Infanterie. Die müssten, da kommen auch immer 2 raus pro Dings. Die kann man richtig krass spammen. Kann ich nicht, ich kann nur die Schufte machen. Ja genau, die Ader, ich meine die Schufte dann. Aber die sind halt scheiße, ne? Ja, aber Waagreiter auch. Na, Waagreiter kann man aber upgraden, die nicht. Ja, aber es ist halt sowieso nur für den Anfang, bevor du halt Upgrades hast, weil du kommst nicht so schnell auf Upgrades. Doch, ich glaube, ab der nächsten Tech-Stufe kann ich schon die Schmiede bauen. Ein nice Heisel ist fertig. Ein gnade Wiesen. Ja, aber krass, dass du die überhaupt schon an die nächste Tech-Stufe denken kannst. Da bin ich ja noch Welten entfernt. Tiaras Segen, Kommandant. Ja, genau, verpiss dich lieber. Jawohl. Kreizbirnbam, unser Basis wird Angriffe. Ja, da geht's nämlich auch schon los hier. Ach du Scheiße, die kommen beide hier bei mir gerade. Gut. Und der hat in der Mitte auch schon eingenommen. Auf euren Befehl. Ja, was soll ich dir denn sagen? Sich Seele erbarmen. Ich werde es. Sag jetzt im Mint, wir haben keine Storner mehr. Es gibt da jetzt nicht so viel, was ich da tun könnte. Ich lass es dich nur wissen. Jawohl.
Segen, Kommandant. Ein Heisel ist fertig. Ein klare Wiesen. Schaltet sie aus. Storner, wir brauchen mehr Storner. Oh, der hat das hier eingenommen. Das ist natürlich doof. Na, vielleicht krieg ich's kaputt, bevor es fertig baut. Nein, krieg ich nicht. Okay, Abbruch. Auf euren Befehl. Bruder, das wird der richtige Reinfall des Jahrhunderts hier. Das wird super. Ich bin wirtschaftlich aber jetzt nicht so Bombe aufgestellt, muss ich sagen. Es fehlt hier an allen Ecken und Kanten der Stein bei mir. Jaras Segen, Kommandant. Ach, Stein habe ich 80. Wusste gar nicht, dass... Holz brauche ich. Ja, aber die Reinheit ist auch so sehr steinlastig aufgebaut irgendwie. Und ich muss halt schon alles mit Wachtürmen hier oben voll bauen, damit ich diese Dinger hier auch halten kann. Euren Befehl. Wir müssen halt mal, wir müssen eigentlich frühzeitig die Mitte besetzen. Ne? Je länger die Mitte haben, desto schlechter ist das für uns. Fucking Bad Wars einfach. Obacht! Wir werden angegriffen! Verstanden. Ein neues Heisel ist fertig. Ein klare Wiesen. Sack jetzt Zement, wir haben keine Steine mehr. Alter, farm bitte schneller Steine, warum braucht das so lange? Jawohl. Macht euch bereit. Und die Scheiße ist halt, dass man hier jetzt ständig von A nach B und von B nach A rotieren muss. Immer ob er links oder rechts angreift. Macht euch bereit. Okay, sein Held ist tot. Gut. Aber meine Einheiten auch. Dorthin, zu Befehl. Kommandant. Ich werde tun, wie geheißen. Arvin, okay, kannst du den Sektor haben, ich gehe wieder. Unsere Spätzle werden Angriffe. Spätzle, Digga. Sind Spätzle kenne ich als Essen, Junge. Und der bezeichnet ja. Einfach. Der bezeichnet ich einfach hab gedacht, ich hab mich verhört. Nee, das, so sagt er das. Das heißt Chamber Mates auf Bayerisch. Okay. Unsere Spätzle werden Angriffe. Jawohl. Oder ist das nicht, ist das vielleicht sogar, Gut. Ist das vielleicht sogar gar nicht aus Bayern, sondern aus der sprechen Leute aus der Schweiz so? Ich weiß es nicht, wie die in der Schweiz sprechen. Ein bisschen hört sich das nach Schweiz an, finde ich auch irgendwie. Spricht Sascha Huber spricht doch so. Manchmal, der spricht doch so ähnlich. Und der ist auch aus der Schweiz, deswegen komme ich gerade so ein bisschen. Nicht aus Österreich? Ja, stimmt, Österreich, nicht Schweiz, Österreich. Genau, ich meinte Österreich. Ist das vielleicht österreichisch? Wäre möglich. Das ist gerade so der Gedanke, den ich habe. Okay, nee, der will das Ding da oben offensichtlich haben. Ganz dringend, da kann ich ihn jetzt nicht dran hindern. Dann soll er es kriegen. Segen, Kommandant. Ich kann die aber tatsächlich wieder halten. Ich kann momentan gerade wieder gegenhalten, die Sektoren. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe keinen Platz. Okay, die Jagdhütte muss weg. Storner! Wir brauchen mehr Storner! Storner! Wir brauchen mehr Storner! Stellt euch! Ich werde tun, wie geheißen. Dorthin, zu Befehl. Schaltet sie aus! Macht euch bereit! Ja, jetzt reiß ab, das Ding! Ja, sag jetzt Zement, wir haben keine Steine mehr! Ja, sag uns Zement, wir haben keine Steine mehr! Gerstensaft gibt unseren Hirtenkraft! Gerstensaft gibt unseren Hirtenkraft! Hilfe. Ja, das denke ich mir auch die ganze Zeit. Ich glaube, ich bin froh, dass ich die Reinheit nicht habe. Ich brauche auch Hilfe. Aber ich finde die Reinheit an sich eine geile Rasse. Aber Digga, ich kann hier auch echt bald nicht mehr, ne? Ich bin bereit. Jawohl. Birnbaum! Unser Basis wird angegriffen! Jaras Segen, Kommandant! Ja, da kennt er in der Mitte jetzt durch, ne, der Zwerg. Wir haben einen Sektor verloren. Ja.
Das ist einfach was, das, das ist einfach was, das wollte ich Ihnen so unbedingt mitteilen. Ich sammle noch. Das Essen wird knapp. Wir brauchen mehr Nahrungsmittel. Schneller sammeln, der kommt. Ja, ich farm doch schon Eisen. Ich bin bereit. Na, Eisen farm ich tatsächlich jetzt auch mittlerweile schon. Augenzwick, das Eisen geht uns aus. Ich habe halt trotzdem bis jetzt nur Waagreiter und Pisacker. Oder nee, wie heißen die? Jawohl. Schufte. Storner, wir brauchen mehr Storner. Ich brauche vor allem jetzt mal ganz dringend Essen. Essen ist bei mir jetzt gerade richtig scheiße. Obacht, wir werden angegriffen. Jetzt kommt er wieder da, der Spinner. Und ich muss jedes Mal so lange rotieren. Jahres Segen, Kommandant. Solange aber nicht beide einen angreifen, sondern einer auf jeder Seite ist, ist noch alles okay. Jawohl. Greit, Schmierbam! Die Schmiede, unser Basis wird Ungriffe. Vergessen, ich keck. Nee, da kann ich nur mit seinem Helden da durchlaufen und mich angreifen, das geht gar nicht. Stellt euch! Das dürfte nicht funktionieren. Schmiede vergessen, aber ist die doch so richtig. Der Zwerg überfällt mich jetzt komplett, ne? Der geht jetzt unten bei mir durch. Auf euren Befehl. Das wäre da vielleicht mal wirklich ganz gut, wenn du den aufhältst. Kommandant, schaltet sie aus. Versuch's. Verstanden. Unsere arme Bauern hat's erwischt. Also diesen Sektor muss er jetzt dann halt auch einfach kriegen. Und dann kann ich nur hoffen, jawohl, dass der... Oh, vielleicht kannst du noch von hinten kommen, bevor er meinen Sektor zerstört. Zement, wir haben keine Storner mehr. Ich bin bereit. Er darf da nur nicht noch weiter nach rechts, weil dann wird's irgendwann kritisch. Pass auf, sonst fällt der Warzenbaum gleich um. Kommandant, Tiara möge sich deiner Seele erbarmen. Ich werde es nicht. Nee, den hat er definitiv gekriegt. Alter, wie viele hast du denn? Ja, ein paar sind's. Siehst du, ich glaube, das funktioniert auch. Weil guck mal, das ist einfach so eine Masse. Ich weiß nicht, ob der so krass dagegen ankommt jetzt noch. Ja, die sind doch schon geupgradet, ne? Ja, aber das ist halt dann trotzdem der Way to go. Immer weitermachen, gar nicht aufhören, noch mehr spammen. Ja, seine besiegen die halt trotzdem, ne? Ja, der hat auch viele von diesen richtig krassen Armbrustschützen. Die sind halt auch OP, ne? Die machen halt 90 Damage, ja, alles ist tot von mir. Ja, das ist, glaube ich, nicht so gut jetzt. Jetzt kann ich eigentlich nur hoffen, dass der Zwerg nicht zu mir rechts kommt. Wenn das doch macht, dann ist vorbei. Den kann ich auch nicht abwehren. Dauert nur eine Sekunde. Ich hatte mal eine Armee, kann ich jetzt wenigstens von mir behaupten. Ja, bei Random ist halt immer das Problem, dass er auch Zwerge kriegen kann. Ich werde tun, wie geheißen. Ja, und er kommt zu mir durch, also das GG. Unser Basis wird Angriffe. Jetzt greifen mich wieder, jetzt greifen mich beide an. Jetzt greift der Dunkelelf mich hier oben an und der Zwerg da unten. Dagegen kann ich nichts tun. Ja, mich greift der Zwerg auch so ein bisschen an. Ich bin bereit. Unsere Arbeiter werden Angriffe. Jawohl, dorthin. Zurück. Unsere arme Bauern hat's erwischt. Schaltet sie aus. Jahres Segen, Kommandant. Obacht, wir werden angegriffen. Digga, gegen beide gleichzeitig zu verteidigen ist halt so scheiße. Zement, wir haben keine Storner mehr. Wenn ich doch bloß nicht die Orks hätte. Jetzt ist mein Held dann auch tatsächlich mal tot. Unsere Arbeiter werden nur Griffe. Verstanden. Ja, jetzt überfällt das. Also jetzt ficken mich wirklich beide gleichzeitig. Also ich würde dann lieber jetzt neu starten, statt noch zu warten. Meinst du, das wird gar nichts, ja?
Naja, wie groß ist denn deine Armee? Wie hoch stehen die Chancen, dass du da verteidigen und dann noch mir helfen kannst, bevor ich zerstört werde? Ja, also... Jetzt habe ich langsam Eisen. Ja, aber dann bräuchte ich hier jetzt wirklich Hilfe. Ja, warte, ich mache einfach eine Verbindung zu dir. Okay, mein Gottschein ist verdammt weit weg. Naja, egal. Unsere Spätzle mehr nur griffen. Unsere armen Bauern hat's erwischt. Tiaras Segen, Kommandant. Also ich hab's überlebt, aber jetzt hab ich definitiv, jetzt hab ich keine Armee mehr. Jawohl. Alve, unsere Spätzle mehr nur griffen. Und hier oben der Dunkelelf, der macht halt immer noch ganz schön Druck. Ach, dafür brauche ich schwarze Asche? Sag mir das doch einer. Ein nice Heisel ist fertig. Bei Gmariwiesen. Jawohl. Okay, wollt ihr mal nach da oben gehen und helfen, ihr Keks? Es sind auch gerade beide hier bei mir, ne? Ach nee, du bist das, achso. Ja, lila und blau. Bitte? Zurück, Idioten! Nicht angreifen, ihr sollt verteidigen. Yaras Segen, Kommandant. Dorthin, zu Befehl. Ja, jetzt kommt er bei mir. Auf euren Befehl. Alvi, unsere Spätzle werden umgriffen. Ja, du kannst zurückgehen. Ich glaube, ich hab das hier. Jawohl. Ich hab tatsächlich gar nicht so eine fetten Verluste da unten gemacht. Das ging alles noch. Naja, hat mir halt meinen Steindings zerstört. Das ist natürlich dann doch sehr unpraktisch. Ich bin bereit. Deswegen kriege ich hier kaum noch Stein rein. Ja, das sind jetzt wieder sehr viele von den Armbrustschützen hier, also... Das könnte schwierig werden. Tiara möge sich deiner Seele erfahren. Und ich glaube, die fetzen mich auch komplett in... Also die... Die sind halt nicht gut gegen Gebäude, das ist das Gute, ne? Also... Damit kann er nicht so schnell deine Base zerstören, aber deine Einheiten. Das ist... sind im 0, nichts tot. Ein nice Heisel ist fertig. Der Gnadi Wiesel. Tiaras Segen, Kommandant. Ja, er hat jetzt auch die Kohle. Ja, das ist nicht gut. Ich bin bereit. Also ich sag mal, Dunkelelf und eine andere Rasse hätten wir vielleicht noch geschafft, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt noch eine Chance gegen den Zwerg haben, wenn ich mir angucke, was der da bei dir hat. Ich mach zwar gerade Greifen, aber der fickt die Greifen ja komplett easy mit seinen Scharfschützen auch weg, also... No way, glaube ich. Wirklich nur wegen dem Zwerg nicht. Nee, der Zwerg ist schon hart. Ich glaube, der Zwerg ist der einzige Grund, warum wir es jetzt nicht schaffen. Unsere Bevölkerung hat die Obergrenze erreicht. Zwerge sind aber auch zu OP. Nicht mal, nicht mal Zwerge generell. Wirklich nur diese eine Einheit. Ja, also die reicht ja schon. Ja, die reicht, klar. Aber es ist halt nicht so, dass die komplett unbalanced sind, sondern das ist diese eine Einheit, die sie komplett broke macht. Ich bin... Aber, also, ich glaube, selbst mit der Royal Army wird es schwer, gegen die zu verteidigen. Da kriegt man es vielleicht noch am ehesten hin, aber... Ja. Es ist wieder eins zu eins die gleiche Situation wie in der letzten Runde, wo ich auf dieser Map Orks hatte. Ich bin jetzt hier oben wieder eingesperrt. Ja, aber das ist... Ich glaube, aber beim letzten Mal waren es keine Zwerge. Ja, ich glaube, du hättest das irgendwie verteidigt gekriegt, wenn es keine Zwerge gewesen wären. Nee, ich glaube, beim letzten Mal waren es Untote. Auf dieser Map. Also diesmal hast du den Spam auf jeden Fall wesentlich besser durchgeführt und man hat gemerkt, dass du viel schneller, viel mehr Einheiten hattest und ein bisschen besser gegensteuern konntest auch und ein paar mehr Gebiete auch halten konntest. Also du kriegst den Bogen für den Ork langsam raus. Aber ich glaube, das hilft uns jetzt nicht mehr. Dann lass einfach jetzt neu starten, sonst wird es nachher auch ein bisschen zu spät. Ja, ja. Auwe, unsere Spätzle werden angegriffen. So, der kriegt wieder Dunkelelfen.
Und ja, soll ich dem jetzt irgendwas Festes geben oder wieder random machen? Wollen wir das machen? Wie hoch ist die Chance, dass er nochmal Zwerge kriegt? Warte mal, wie viele Rassen gibt's? Zwei. Es gibt 10. Es gibt 9. Also ein Neuntel. Also ein bisschen über 10%. Hm. Ich glaube, das ist es mir wert. Ja, ja. Aber warum. Nee, warte mal. Warum machen wir. Also entweder jetzt alles. Warum kriegt jetzt nur der Dunkelelf das, was er auf jeden Fall hatte, aber wir dafür nicht? So, ja, wir können auch wieder die nehmen, ja. Also wollen wir die jetzt auch nochmal nehmen oder ansonsten machen wir alle nochmal random? Ja gut, dann mache ich alle random. Jetzt hat der andere dann Ork, Zwerge. Machen wir die Regel, wenn wir am Anfang schon feststellen, dass einer von denen Zwerge hat, dann restarten wir so lange, bis die nicht mehr Zwerge haben. Na, wobei, ich meine, wenn ich gerade Orks habe, geht's vielleicht. Nee, glaube ich nicht, du. Also du kannst ja Dunkelelfen haben, ist schön und cool, aber das wird trotzdem auf das Gleiche hinauslaufen. Nee, oder? Achso, nee, okay. Ich dachte gerade wirklich schon, ich habe nochmal die Reinheit gekriegt, aber es sind Elfen, die ich diesmal habe. Ich habe, glaube ich, einfach die normalen Menschen tatsächlich. Oh, das ist aber gut. Die normalen Menschen sind halt auch sehr stark. Hä? Gut, Menschen und Elfen. Ja, gut, Elfen sind okay, aber. Jetzt auch nicht der Mega-Burner, ne? Elfen sind in der Verteidigung, glaube ich, auch ganz okay. Und die hat einen starken Helden. Aus den Geistern. Gebäude fertiggestellt. Sie hat was gewittert. Ich spüre die Geister rings um uns. Ach ja, wie ich ihn vermisst habe. Ich trage ein. Wen? Gibt es dafür keine einfachen Arbeiter? Achso. Ich trage einen Bogen. Und wie ich das vermisst habe, ich trage einen Bogen, keinen Hammer. Der Vorposten wurde gebaut. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Mehr verirrte Seele. Wie schön. Benötigt ihr etwas? Junge, halt die Fresse. Hör auf, den gleichen Satz immer wieder zu sagen. Es wird geschehen. Ganz ruhig, Kleine. Da war wohl jemand unartig. Unsere Helden werden stärker. Ich trage einen Bogen, keinen Hammer. Ich trage ein Gebäude fertiggestellt. Hallo, ihr sollt angreifen. Angreif Renhorn. Versteht ihr das nicht? Mehr Holz sammeln, Augur. Ich glaube, das checken die überhaupt gar nicht, was du auch schon wieder möchtest von denen. Naja. Sind zu dumm dafür. Unverständliche Befehle wieder vom General. Der Vorposten wurde gebaut. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Digga, holt ihr mal schneller Holz ran? Ich habe schon wirklich extra viel. Also, warum sind 8 Leute so langsam beim Holz ranholen? Jetzt mach den weg. Aber ich brauche auch wirklich alles Holz bei den Elfen. Alles, alles, alles. Gleich hier erweitern und noch mehr Holz machen. Aha. Aus den Geistern. Augur, unsere Kornspeicher sind nahezu leer. Woran hapert's? Wir benötigen mehr Nahrungsmittel. Baut weiter. Ich trage einen Bogen, keinen Hammer. Ich trage einen Bogen. Oh, die Elfen möchte ich aber tatsächlich wirklich ganz gerne jetzt spielen, um ehrlich zu sein. Da hätte ich schon Bock drauf. Gibt's hier irgendwo die Special Ressource eigentlich? Alter, nur in der Mitte? Ah nee, okay, bei dem Außensektor auch. Okay, der Außensektor ist überwichtig für mich. Ist hoffentlich kein Fehler. Oh, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Die Geister werden uns leiten. Digga. Ich muss unbedingt jetzt, Alter, ich muss ja ganz unbedingt jetzt diesen Sektor hier halten. Der Klassiker, dann startet die Folge bei mir jetzt halt hier. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Das passiert aber auch wirklich immer dir, ne? Ich trage einen Bogen. Ja. Ich hätte auch am Stück aufnehmen können, aber wollte ich nicht. Nein! Der hat Zwerge. Was? Na. Ja. Come on. Warte, wenn ich jetzt neu starte, werden die Rassen auch wieder neu gewürfelt? Ich trage einen Bogen. Ja, aber ich möchte die Elfen spielen.
Ich möchte die Elfen gerade wirklich spielen. Ich bin ehrlich, ich habe gerade Bock auf die Elfen. Och Mann. Jetzt hab ich die Elfen. Ja, und ich hab Untote, Digga, na die GWP, Alter, so eine Scheiße. Ehrenlos. Unsere Steinvorräte gehen zur Neige. Also die nächste Runde, die wir spielen, werde ich auf jeden Fall Elfen nehmen. Komme, was wolle. Ja, aber Untote sind auch ganz interessant. Hier kann ich wieder vielleicht mit einem richtig krassen Spam arbeiten. Diesmal habe ich aber auf Aufnahme gedrückt, ja? Ja, habe ich. Vor allem hast du sogar noch einen zweiten Bildschirm, ne? Ich check das sogar, obwohl ich keinen zweiten Bildschirm habe, immer noch ab. Ja, ich halt nicht. Das ist krass. Links neben dir ist schon das OBS-Fenster und du raffst es trotzdem nicht, wenn du nicht auf Aufnahme drückst. Ich habe halt nicht rübergeguckt. Das ist so trash. Ich war der festen Überzeugung, ich habe F1 gedrückt. Ich warte. Hast du das gespürt? Der Vorposten wurde gebaut, General. Wir haben unsere Alter, braucht ihr viel Holz? Holy, davon nicht abwenden. General, wir benötigen mehr Holz. So, ich geh mal scouten, ob der schon wieder Zwerge hat. Ja, ja, am besten einfach einmal direkt am Anfang checken, dann verschwenden wir nicht so viel Zeit. Ach, töte nicht meine Walking Corps, du. Wixer. Aber dass das auch nicht irgendwie nochmal neu gebalanced wird oder so, ist THQ das Spiel mittlerweile egal? Naja, also Spellforce, es gibt ja Spellforce Conquest of EO. Ja, aber das ist ja nicht so ein Spellforce. Ja, aber ich glaube, die upgraden hier halt nichts mehr. Warum denn nicht? Ja, hier kommt doch auch kein neuer Content. Wenn hier kein neuer Content in anderen Dings kommt, warum sollten sie dann irgendwie eine Rasse patchen? Ja, darum. Die sind halt einfach dann, glaube ich, jetzt mit dem Game so. Die haben es auf den Markt gebracht und jetzt ist es halt da. Also einer hat auf jeden Fall Elfen. Ich warte. Ja, ich meine, Elfen sind ja vollkommen legitim. Jo. So soll es sein. Ich gehe. Vielleicht finde ich noch raus, was der andere hat, bevor mein Scout stirbt. Digga, sammelt ihr mal bitte ein ganz kleines Reinheit, bisschen schneller Stein. Oder? Ist das die Reinheit? Ja, ist die Reinheit. Okay, dann spielen wir das jetzt. Kein Zwerg. Jetzt zweimal Reinheit an einem Tag. Jetzt gibt's auch keine Ausrede mehr. Weißt du, sonst hat man die Reinheit irgendwie monatelang nicht. Und jetzt zweimal. Ja, aber wann haben wir auch zum dritten Mal, wann haben wir auch das letzte Mal dreimal neu gestartet? Ja, gut. Das kam halt, aber wir haben schon verdammt viele Runden Spellforce gespielt und die kamen nie. So gut wie nie. Ja, aber wir haben auch viele Runden gespielt, bevor wir überhaupt diese Mod hinzugefügt haben. Die muss man natürlich dazu zählen. Das zählt ja dann nicht. Alter, bitte, schaff Holz ran. Steinvorräte gehen zur Neige. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Okay, Stein ist hier wohl wieder so ein Ding. Special Ressource? Achso, ich hab. Die haben ja. Stimmt! Die Untoten haben keine Special Ressource. Doch, Seelen. Ja, aber keine, die man ernten kann bei einem Sektor, meine ich. Nee. Gebäude fertiggestellt. Der hat sich sogar das hier schon gekrallt. Okay, das ist nicht gut. So soll es sein. Das ist weniger als nicht gut. Das ist scheiße. Spiele ich die Untoten und die Dunkelelfen eigentlich ganz gerne. Das Seelenernten finde ich cool. Deswegen spiele ich auch Rainer. Digga, irgendwie hast du das mit deinen Seelen. Du solltest mal so ein professioneller Lich werden einfach. Vielleicht ist das was. Ich mag Seelen klauen. Vielleicht ist das was für dich. Wir haben es wieder geschafft. Einfach so ein Lich sein. Leben wie Lich. General, wir haben unsere Grenzen ausgewählt. Wir können meiner Macht nicht widerstehen. Der Tod ist sicher. Unsere Steinvorräte gehen zur Neige. Junge, Holzmangel ist real. Sag mir einfach, was ihr braucht. Bei mir wieder eher Stein. Gebäude fertig.
Guck mal, diese Untoten, auf der Map und ich sind doch eigentlich so, ne? So. So müssten wir eigentlich sein. Hast du jetzt auch die Bewegung gemacht? Ja, oder? Ich habe doch sogar extra das Ding so ein bisschen geklatscht, hat man das nicht gehört? So, nee. Ich habe noch ein bisschen geklatscht in die Hände. Latia? Also eigentlich sind wir so und die müssten mir doch helfen, oder nicht? Prinzipiell sind wir alle, ne, das zum gleichen Kaliber. Ach, jetzt habe ich die in die Oh Mann, och nö. Jetzt habe ich die in meine Base gelockt. Ich sehe das. Cool, so viel also zu so sein. Hat sich dann scheinbar auch wieder erledigt. Gebäude fertiggestellt. Unsere Steinvorräte gehen zur Neige. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Alter Schwede, die zerfetzen mich schon wieder alles. Ich werde mich davon nicht abwenden. Wir brauchen Holz. Ich werde mich darum kümmern. Nützt alles nicht. Wir werden angegriffen. Holz vor der Hütte und Kohle in den Keller. Genau. Hast du das gespürt, Latia? Unsere Steinvorräte gehen zur Neige. Junge, wie schnell die aber auch ausbilden, die Untoten, ne? Es ist nicht mal nur so, dass die Einheiten nicht viel kosten, sondern man kann die auch einfach so spammen, weil die so schnell ausbilden. Ich glaube, die Bogenschützen von denen kommen auch in Zweiertrupps, oder? Ja, aber die kann ich noch nicht machen, da habe ich noch nichts. Ich habe das Mausoleum noch nicht. Das mache ich erst jetzt. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Wir werden angegriffen. Ich warte. Ich werde gebraucht. Sagt mir einfach, was ihr braucht. General, wir benötigen mehr Holz. Wait, gab's bei den Untoten kein Eisen? Keine Eisenmine? Nee, die haben doch Kram, oder nicht? Ach, das ist nur Kram? Ich dachte Kram, ach nee, stimmt, ja, Kram ist nicht die... Ich dachte gerade auch kurz, Kram ist die Special Ressource, stimmt. Seelen sind die Special Ressource und Kram ist deren Eisen. Der Turm ist sicher. Das hatte ich vergessen. Ich warte. Gebäude fertiggestellt. Ach ja, gut, aber ich kann natürlich... Diesen Kram brauche ich. Ich brauche Kram. General, wir benötigen mehr Holz. Ich need a Kram. Ich brauche immer noch Holz. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Hallo? Meiner ist tatsächlich gerade so... Okay, ich wollte... In der Sekunde, in der ich sagen will, dass er etwas zurückhaltend ist, kommt er natürlich. Es ist auch wieder einfach alles klar und logisch. Hast du das gespürt? Es muss immer so kommen. Warum jinxe ich es? Wir werden angegriffen. Warum Sag nur? Sag mir einfach, was ihr braucht. Ich werde gebraucht. Wir werden angegriffen. Mache ich das jetzt hier mit hin? Man ist auch quasi von Anfang an schon auf Tech-Stufe 2 bei den Untoten. Also es gibt nur ein Upgrade. Ist ja auch ganz interessant. So soll es sein. Ja, die Untoten sind eine interessante Edition zu dem Game. Sofort. Natürlich. Ich werde gebraucht. Wir werden angegriffen. Hast du das gespürt, Latia? Wir werden angegriffen. Was ihr braucht. Ihr könnt meiner
Macht nicht widerstehen. Ich warte. General, wir benötigen mehr Holz. Okay, das ist doch sehr nice. Ich kann hier Engpass machen, kann das hier halten. Der Typ kommt immer wieder nur mit seinen scheiß Scouts, um abzufacken. Ich werde mich davon nicht abwenden. Ich werde Gebäude fertiggestellt. Und zieht dann irgendwie auch wieder durch, tatsächlich. Ja, wenn man nicht so eine OP-Anfangsunits hat, dann ist eigentlich ganz entspannt das Spiel. Aber mit OP, finde ich, übertreibst du aber ein bisschen. Ich übertreibe, ist klar. Ist klar. Man hat ja nur gesehen, dass wir gar nichts machen konnten. Ja, das lag an unserem fehlenden Skill. Ja, das wird sein. Ist doch klar wie Kloßbrühe. Wir werden angegriffen. Ich bin doch dabei. Ich kann nicht hexen. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Gebäude fertiggestellt. Ja, mit den Untoten baut man auch auf jeden Fall so eine kleine Armee auf über die Zeit. Das auf jeden Fall. So, ich spam jetzt auch raus. So, jetzt wird produziert aus zwei Kasernen. Gebäude fertiggestellt. Dido. Der ist halt in der Mitte hier schon wieder, ne? Das ist nicht gut, wenn die immer in der Mitte sind. Ja. Das ist sogar wirklich scheiße und belastend. Ich war. Uns geht das Eisen aus. Ah, da kostet viel Holz schon wieder. Hast du das gespürt, Latia? Okay, der hat hier eine Armee. Hat eine Armee. Ein Anführer also. Ja. Wir werden angegriffen. Ja, das ist er. Ich werde mich darum kümmern. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Natürlich. So, jetzt aber meine Upgrades hier. Vor allem, das ist halt auch so geil. Es gibt so Metall auf der Map verteilt, aber das braucht man gar nicht, weil die sammeln Metall einfach überall. Ich werde gebraucht. Vielleicht kann man da mehr Metall sammeln, aber die sammeln auch einfach bei sich. Ach so, da ist auch Metall, aber die sammeln einfach hier Metall. Man, die Trolle doch auch, oder nicht? Ja. Die Frage ist das gewollt, wenn Metall ja eigentlich auch verteilt ist auf der Karte? Ich warte. Das ist natürlich immer so die Frage dann. Kriege ich das Ding so? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, das ist gut. Wir benötigen mehr Holz. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Du wirst das Ding verlieren. Ich werde gebraucht. Da ist das Ding. Hast du das gespürt? Und das war's auch mit der Kaserne gleich. Ealdor 22, hobbymäßiger Elf. Jo. Klingt einfach so, als wäre ich Cosplayer. Junge, du in einem Elf-Cosplay-Kostüm wäre auch wild. Dafür würde ich fast schon Geld bezahlen. Ja, soll ich machen? Ja, for real. Mach mal. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Aber ein weiblicher Elf. Ja, das weiß ich nicht. Mit entsprechendem... Na, mit entsprechender Verkleidung, entsprechendem Equipment, passenden Strümpfen. So schön mit Overknees, sagst du? Ja. Ich weiß nicht, ob meine Fetische hier so ein bisschen durchgucken, aber ist für einen Kumpel. Ja, ja, klar. Ich werde mich darum kümmern. Ziehen wir weiter. Natürlich auch eine Perücke, ne? Ja, sicher. Weil lange Haare sind schon antören dann. Klar. General, wir benötigen mehr Holz. Bei einem Elfen? Hallo? Aber logisch, logisch. Elf mit kurzen Haaren, geht gar nicht. Nee, das geht wirklich nicht. Das ist eine Frechheit. Ja, Seelen sammeln ist halt schwer, wenn du immer nur einmal kurz mit seinen Scouts reinflitzt und danach wieder geht.
Tja, dann musst du den Kampf wohl zu ihnen tragen. Ich muss seelenlos kämpfen hier. Das ist nicht gut. Ich meine, für die untoten Trolle braucht man ja keine Seelen. Das ist schon mal ganz gut. Dann spammt man einfach die. Ach, du spielst jetzt auch erst nochmal Spellforce 3. Das ist auch interessant. Ja, aber jetzt kam gerade rein, dass du es halt wieder gestartet hast. Und ich frage mich, warum. Machst du sowas? Gar nichts gemacht. Ziehen wir rein. Warum du sowas machst, stelle ich gar nicht in Frage. Wenn du das möchtest, ist das dein gutes Recht. Ja. So soll es sein. Finde ich auch gut, dass du das so akzeptierst. Du darfst das machen. Das ist okay für mich. Ich war. Ich finde es abstoßend, aber es ist okay. Okay, das geht ich jetzt zu weit. Auch. Nein. Ich brauche noch einen zweiten Corrupted Tempel. Los, mach kaputt jetzt das Ding. Möglichst bevor sie unser Ding kaputt machen. So soll es sein. Ich werde euch zeigen, was Furcht bedeutet. Okay, wir haben's. Sehr gut. Ja, jetzt will das aber. Jetzt erzwingt er den Kampf. Jetzt erzwingt er den Kampf aber richtig aktiv. Eieiei, ich glaube, der rasiert mich aber gegen den Strich. Ja? Na, haut wieder durch. Nee, ich glaube doch nicht. Ich glaube, jetzt überrennt die untote Armee ihn dann doch. Ich gehe. Ich warte. Das müsste passen. Ja, ja, ja. Verluste hielten sich eher in Maßen. Wir benötigen mehr Nahrung. Er geht in der Mitte dann so durch zu dir gerade. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Oder zumindest halt erstmal in die Mitte. Ob er dann zu dir durchgeht, who knows. Ich werde gebraucht. Gab es eigentlich Units, die Siege Damage? Flash Golem. Naja, gut, okay, der ist Tech-Stufe. Ach so, oh, nee. Es gibt doch noch eine Tech-Stufe. Jetzt brauche ich wirklich Hilfe. Naja, das Ding ist, ich kann nur zu dir kommen, indem ich durch seine Base gehe. Ich kann jetzt von hinten kommen. Das sind ein paar viele jetzt. Ich kann seine Base angreifen und hoffen, dass er wieder sich zurückzieht. Aber dein Dings da wird er trotzdem zerstören. Ich werde mich davon nicht abwenden. Wir tryen's, wir gehen rein. Wir benötigen mehr Nahrung. Der kommt durch bei mir. Das ist nicht sehr gut. Der Tod ist sicher. Hilfe! Ja, ich muss doch erstmal die Rolle. Es geht nicht! Ich muss erstmal hier durch! Ich kann nicht fliegen! Ich hab keine fliegenden Einheiten. Ziehen wir weiter. Ich werde. Wir können keine weiteren Truppen unterbringen. Wir müssen unsere Außenposten vergrößern. Ihr könnt meiner Macht nicht widerstehen. Deswegen hast du meine Hilfe gerufen, wegen den drei Leuten zwischen den Bäumen? Hallo, das war eine ganze Armee hier. Na, wo ist die denn jetzt hin? Sind die nach oben gelaufen? Ich gehe. So, alles gut hier bei dir? Ja, yes, weil die sich weil die jetzt wieder reingehauen sind. Also der macht mich auch fertig und krank, der Typ. Ja, dann nehme ich jetzt die Mitte, dann kann ich jetzt die Mitte hier einnehmen tatsächlich. Und das mache ich dann jetzt auch. Wir müssen unsere Außenposten. Weil ich bin jetzt gleich am Einheitencap hier. Ich bin schon am Einheitencap, aber ich kann noch 10 nach oben gehen. Unsere Helden werden stärker. Aber du gehst auch schon wieder auf die Taktik wenige Gute. Du musst mal mehr von den Wächtern spammen, die nur Nahrung kosten. Hab ich schon gemacht. Wo sind die? Tot. Achso. Alle gestorben. Das ist nicht gut. Wir können keine weiteren Truppen unterbringen. Wir müssen unsere Außenposten vergrößern. Außerdem habe ich gerade keine Nahrung. Sag mir einfach. Das ist auch überhaupt nicht gut. Also gar nicht. Nahrung sollte man. So schön, weil man ja immer auch so schön eine Meldung kriegt, wenn die Jäger die Nahrung weggejagt haben.
Ja, dann muss man einen Bauernhof bauen. Ja, weiß ich, aber wäre halt schön, wenn man da... Ach so, man kriegt keine Meldung. Nee, das ist dann einfach... Irgendwann kommt dann einfach keine Nahrung mehr da plötzlich. Huch! Ja. Sagt mir einfach, was ihr... Belastend. Hat man gemerkt. Gebäude fertiggestellt. Ich werde gebraucht. Gebäude fertiggestellt. So, ich bin beim Einheitencap tatsächlich angelangt. Ich warte. Textstufe 3 kann man noch machen, warum nicht? Ich werde gleich versuchen, den Elf platt zu machen. Hast du das gespürt, Latia? Natürlich. Wir werden angegriffen. Quatsch, den Elfen nicht, die Reinheit ist doch bei mir hier, der Dude. Die Reinheit dann also. Unsere Helden werden stärker. Da er mich jetzt gerade angreift, werde ich jetzt sogar versuchen, bei ihm hier ein bisschen durchzugehen. Ihr könnt meiner Macht nicht widerstehen. Tu das. Ich war. Okay, der hat aber doch ganz schön viel hier. Alter, what the fuck, wie viele Einheiten hat er hier? Ich werde euch zeigen, was Furcht bedeutet. Ja, wenn du in der Zeit da ein bisschen bei der Mitte oder bei ihm nach oben pushen könntest, dann wäre das auch sehr nice. Digga, wie das hier blockiert. Geht doch mal durch da. Brauchen wir Untote, die ein bisschen Damage machen. Hier fehlt ganz klar der Damage. Ja, ist halt Masse statt Klasse, ne? Es geht hier nicht weiter. Alles stuck. Der Kollege Turnschuh versucht, die Mitte zurück einzunehmen. Wenn du da ein bisschen gegenhalten willst, würde ich dich jetzt grundsätzlich nicht davon abhalten. Ja, ich hab grad erstmal das da unten kaputt gemacht. Ja, das ist alles. Entspannen Sie sich mal. Es ist alles okay. Alles okay. Wir werden angegriffen. Ich warte. So. Eieiei, hier sind aber Seelen ohne Ende jetzt. Wo ist der Schnitter, wenn man ihn mal braucht? Der Schnitter. Tod ist sicher. Da ist er doch. Zeit muss es sein. Ich verstehe. Ziehen wir weiter. Ihr könnt meine. So, jetzt würde es mich aber wundern, der hatte ja. Wenn der jetzt noch viele Einheiten hätte, hätte es mich auch wirklich gewundert, hat er aber nicht mehr. Envy of Death. Ach, das ist ja eigentlich... Stimmt, das... Der Envy of Death ist ja den, den ich eigentlich haben will. Ich war... Den hatte ich total vergessen. So, kommen dann jetzt langsam Eisphönixe bei mir. Die haben auch schon ihr Upgrade mit diesem kontinuierlichen Strahl. Das ist sehr, sehr gut. Dann ist quasi schon GG, wenn du ein paar von denen hast. Hast du das die brauchen halt bloß sehr lange zum Produzieren. Ich glaube, ich werde mal einen Heim hier wegmachen und dafür noch ein Herz des Waldes. Ich werde gebraucht. Sofort. Ich werde euch zeigen, was ja, die sind wieder zu blöd, das Ziel zu finden hier. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Ah, okay, kommt, geht mal wieder raus. Ich werde mich darum. Einmal mit Profis, ey. Ihr könnt meiner Macht nicht widerstehen. Wo sind meine Envies of Death? Ach, die können schon wieder nicht produzieren wegen Einheitencap. Der Tod ist sicher. Gebäude fertiggestellt. Ihr könnt meiner Macht nicht widerstehen. Er spammt ordentlich Katapulte, der Dude. Ich werde euch zeigen, was Furcht bringt. Da kommen die Envoys of Death. Ich war. Und ein Fleischgolem kann ich doch jetzt auch rausböllern. Ich gehe.
Ich werde mich davon nicht abwenden. Hast du das gespürt, Lafia? Ich werde mich darum kümmern. Ihr könnt meiner Macht nicht widerstehen. Gut, jetzt habe ich einfach übel viel Eisen und benutze es eigentlich gar nicht. Das wirkt, um ehrlich zu sein, noch gar nicht, als wärst du schon beim Einheitencap. Das sind doch gar nicht so viele. Kannst du nicht noch mehr machen? Doch. Na, dann benutzt du den Eisen doch doch. Nee, es kostet ja nichts Eisen, außer die Beschützer. Ach so. So, die Reinheit, die versucht sich auf jeden Fall noch zu wehren. Der Tor ist sicher. Ich werde euch ja, der kommt jetzt am Insektor an, aber egal, ich geh durch. Ja, geh mal durch, dass du mir danach mit der Reinheit helfen kannst, weil der ist, glaube ich, ein bisschen krasser als der andere. Ja, ich glaube, bei der Reinheit, die kriege ich, glaube ich, alleine nicht. Ich werde euch zeigen, was Furcht bedeutet. Vielleicht auch doch, aber hat eine gute Defensive auf jeden Fall, die Kollegen. Aber jetzt geht es einfach durch. Ist ja schon die Hauptbase hier. Ja, komm, ich zerstöre jetzt die Hauptbase. Ist sicher. Das werde ich hinkriegen. Das kriegen sie hin, die Kollegen. Die ganze Zeit den Helden nicht gelevelt, Lul. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Chillig, braucht man auch eigentlich gar nicht. Ich werde euch davon nicht abwenden. Ja, ich werde euch zeigen, was Furcht. Alter, Ballisten, schieß doch mal. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wir haben es wieder geschafft. Ja, okay, also der. Der von der Reinheit, der lebt jetzt, der wird nicht mehr lange existieren. Sind halt auch so kacke eigentlich, ne? Weil die so kacken langsam sind. Die Ballisten bei dir, oder was? Ja, meine ich, ja. Der Tod ist sicher. Ich werde mich darum kümmern. Ihr könnt meine Macht nicht widerstehen. Digga, durch die ganzen Heldenkills levelt mein Held halt auch so krass. Ich werde gebraucht. Gut, ich hab nicht mal irgendwelche Katapulte. Ich wünschte, ich hätte, weil ich hab noch Fleischgolems. Hast du das gespürt, Latia? Ich war. So soll es sein. Ich werde mich davon nicht abwenden. Der Tod ist sicher. Ich habe gerade so ein bisschen vergessen, dass man den Strahl erst aktivieren muss. Happens to the best of us. Sagt mir einfach, was ihr braucht. So, habt ihr den jetzt alle aktiviert? Ja, das ist ja gut. Hab mich schon gewundert, warum die so wenig Damage machen. Wir werden angegriffen. Ihr könnt meiner Macht nicht widerstehen. Digga, jetzt macht einfach die Base kaputt und macht ihr nicht so eine Faxen.
Echo sammeln. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Solche Dinge brauchen Zeit. Junge, aber du hast bei den Eisphönixen aber auch nicht gespart. Nö. Da wurde ich spammt jetzt. Wir waren alle auf diesen Helden, ey. Sie kann einem schon ein bisschen leid tun. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Ich werde mich darum kümmern. Ich werde mich davon nicht abwenden. Ich warte. Der Tod ist sicher. Ja. So soll es sein. Latia, wir haben es wieder geschafft. Wir werden angegriffen. Ich werde gebracht. Digga, wie viel Schaden die auch einfach machen. Wer? Die Eisphönixe. Naja, geht so, ne? An Gebäuden, dafür, dass es Magic Damage ist. Also klar, da sind auch die Ballisten auch noch, die mit rausschießen, aber das ist trotzdem gottlos. Ja, die Ballisten, die sind scheiße. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Wie du immer gleich... Alles, was nicht so richtig geil ist oder auch richtig gut funktioniert, das hast du immer gleich. Ja, weil sie teuer sind. Du verbreitest wirklich nur Hass im Internet. Ja. Klar. Das ist nicht gut und nicht richtig, was du da machst. Das sehe ich anders. Das ist falsch und verwerflich. Nee. Nein. Hass gehört zum Leben dazu. Digga, ist das eine scheiß Einstellung. Also bitte lernt nicht von einem Mann, der sowas sagt. Das ist nicht gut. Doch. Das sind wahre Wahrheiten, die ausgesprochen werden. Was du für Werte vermittelst, ist wirklich nicht gut im Leben. Wir werden angegriffen. Ich werde mich darum kümmern. Der Tod ist sicher. Digga, es klockt hier so hart bei meinen Charakteren, ne? Also bei meinen Einheiten. Weil es gibt kaum Fernkampfeinheiten bei den Untoten, sondern fast nur Nahkampfeinheiten, die kommen alle gar nicht mehr durch. Jo, kennt man. Ich war. Ich werde mich darum kümmern. Okay, der ist weg. Tatsächlich. Ja, und der auch gleich. Der dürfte eigentlich nur noch diese eine Base hier haben und... Ach, das ist, by the way, erst eine Hauptbase. Ich habe vorhin gedacht, das andere ist eine Hauptbase, aber das hier ist die Hauptbase. Wieder ein so ein Kleriker jetzt bei dir reinrennt da in der Mitte. Ja, man kann es ja immer versuchen, ne? Hoffnung stirbt zuletzt. Ich werde euch zeigen, was Furcht bedeutet. Aber irgendwann stirbt sie halt doch. Ja. So ist es leider. Junge, da kommen die einfach an mit ihrem Strahl, Alter. Der Held hat ja auch nicht sonst schon genug Probleme. Nö. Wir haben es wieder geschafft. Alles gut. Wird er gleich noch mit vereist. Wir werden angegriffen. Yay! Ja, also sobald keine Zwerge im Spiel sind, einfach Rasur.